Willkommen, liebe Modellbahnfreunde, zur Herbst-Neuheit-Vorstellung von ESO. Und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich Jürgen Lindner, in gewohnter Weise den Chef von ESO, und er wird uns die Herbst-Neuheiten präsentieren. Ich kann vorab schon was verraten. Ich habe da schon mal was kommen sehen, was eigentlich schon mal da war. Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, lieber Frank, dass wir das heute wieder machen können. Hallo, liebe Freunde der Marke ESO. Wir dürfen euch heute die Herbstneuheiten aus dem Hause ESO präsentieren. Das stimmt. Vieles von dem, was wir heute vorstellen werden, ist vielleicht in der einen oder anderen Form schon bekannt. Was aber natürlich auch nichts heißen soll, weil wir haben im Prinzip uns ja auch von den Wünschen der Kunden leiten und inspirieren lassen in dem, was wir machen wollten. Und man muss auch ein bisschen realistisch sein in dieser pandemischen Situation, wo die gesamte Lieferkette global, wie Sie ja alle aus den Nachrichten kennen, nicht gerade einfach ist, muss man natürlich auch realistisch bleiben und letztendlich auch versuchen, das umzusetzen, was in dem Fall auch machbar ist. Wir sehen es ja auch schon ein bisschen im Hintergrund, die Zuschauer sehen es auch schon. Das ist eine von den Neuheiten oder Farbvarianten, denn die V200 ist ja aus von euch eigentlich noch gar nicht, ist gar nicht so neu von euch. Also die gab es ja schon mal. Das stimmt. Also Frank, du hast ja schon gesagt, unsere Top-Neuheit für den Herbst wird die Wiederauflage der V200, der DB sein, also genau genommen die V200.0. Diese Lok hatten wir ab 2014 schon mal im Programm, war jetzt jahrelang ausverkauft, aber es wurde halt immer wieder der Wunsch an uns herangetragen, ob es denn die nicht mal wieder geben können sollte. Und wir haben jetzt im Prinzip die Lok technisch überarbeitet und sind jetzt in der Lage, sie wieder neu sozusagen vorzustellen. Vorstellen, liebe Freunde, möchte ich erstmal, um Ihnen den Appetit so richtig anzuregen, das Original. Dazu haben wir eine ganz kleine Bilderstrecke vorbereitet, um das Gefühl für Sie zu bringen, Sie in die Zeit zurückversetzen. Und man muss sich auch mal das Bild genau anschauen. Hinten da, am Ende der Lok sieht man die N-Wagen, die Silberlinge aus der Zeit. Von rechts im Bild ragt ein alter Eilzugwagen und mittendrin steht eine V200. Also dieses Bild ist die eine Geschichte, und die andere Geschichte ist, die ich Ihnen erzählen möchte, dass diese Maschinen ja bei Krauss, Maffei und Mack gebaut worden sind. Es gibt 86 Stück, oder 86 Stück wurden insgesamt gebaut. Die Vorsäge 1953 und 54, und letztendlich wurden die Lokomotiven gänzlich gebaut 1956 bis 57 und 59. Damit waren die 86 Stück gebaut. Ausgemustert wurden die Maschinen 1984. Und das heißt ausgemustert bei der DB. Sicherlich, und das haben wir ja gerade gesehen mit der Reuschling-Lok, es gibt also viele Privatunternehmen, die diese Maschine haben, Jürgen. Und Einsatzgebiete dieser Maschine waren, die ersten waren im Schwarzwald, auf der Höllentalbahn wurden sie eingesetzt, aber haben sich dort als nicht praktikabel erwiesen, weil doch die Steigungen so stark waren für die Maschinen. Sie wurden zu sehr geschunden, deswegen sind sie auch relativ schnell in dem Bereich wieder verschwunden. Die waren dann auch viel zu störanfällig und wurden dann weiter ins flache Land gebracht, und Haupteinsatzgebiete waren auch der Norden. Hier sehen wir zum Beispiel zwei Farbvarianten, das ist also auch ein sehr seltenes Bild von diesen Maschinen. Und das nächste Bild ist dann auch sehr interessant, Nibül. Also wer in den Norden unterwegs ist, weiß, dass diese Maschinen da unterwegs waren. Und recht viel sogar, immer noch im hochwertigen Reisezugdienst, wo sie sowieso eingesetzt waren. Denn mit 140 km/h Geschwindigkeit waren sie schon recht gut unterwegs für die damalige Zeit. Und mit dem letzten Bild vom BW Westerland wollen wir eigentlich mal so diese kleine Reminiszenz an die Einsatzgebiete dieser Maschinen beenden, denn sie waren schon ein Hingucker und sind heute und auch damals eigentlich schon ein bisschen Kult gewesen. Ja, also man kann schon sagen, dass die V200, also die Wirtschaftswunderlok, natürlich einen Kultfaktor hat, auch schon von der ganzen Optik her. Ich sage jetzt mal VW Bulli, ja. Das ist ja alles die gleiche Designzeit.
Und wie du schon sagtest, Frank, die Loks gibt es ja heute noch im Museumsbetrieb. Und deshalb ist auch die grüne Brotalbahn-Lok schon auf unserer Anlage zu sehen, als Privat- bzw. Museumsbahn-Lok. Die hatten wir schon mal im Programm, war relativ schnell ausverkauft. Und da eben der Wunsch an uns herangetragen wurde, ob wir die mal wieder auflegen können, haben wir dem natürlich sehr gern Rechnung getragen. Die Lok hat hier natürlich, wie man vielleicht im Detail sehen kann, ein bisschen andere Auspuffanlagen und Detaillierung als andere Loks, ein bisschen andere sozusagen Klappen. Genau, das wurde dann wahrscheinlich auch, was heißt, mit Sicherheit sogar an die Abgaswerte und so weiter angepasst. Diese Lok, die man hier jetzt sieht, ist ja für die Freunde, die es gern bunt haben und vielleicht auch letztendlich mit einer alten Lok einen modernen Betrieb nachbilden. Zum Beispiel wollen. Der Betriebszustand dieser Maschine ist um 2013 wiedergegeben, also doch nicht ganz so alt. Sie wird ja sicherlich heute noch genauso aussehen, vermute ich mal. Davon ist auszugehen. Nur ein bisschen mehr benutzter halt, aber im Endeffekt ist das also eine tolle Sache. Diese Maschine hat natürlich dann von der Elektronik her, da kommen wir gleich dann bei der nächsten Lok, dann werden wir dazu ausführlicher, alle Features, die wir sich denken kann, die wir von ESO gewohnt sind. Genau. Da möchte ich jetzt auch mal gleich die nächste Lok ins Spiel bringen, weil so schön die grüne Brotal Reuschling ist. Die beliebteste ist mit Sicherheit die Epoche 3 Variante, die ursprüngliche, die ich jetzt vielleicht mal hier versuchen kann, in die Kamera zu halten. Die werden wir auch gleich mal auspacken. Ja. Das ist die mit dem Schriftzug Deutsche Bundesbahn in erhabenen Lettern. Das ist also einfach die klassische V200. Also wie nicht die B-Keks an der Seite einfach, sondern da steht noch dran, was es war. Genau. Und wie Sie es von ESO gewohnt sind, wird die natürlich in unserer hochwertigen Verpackung geliefert. Die Lok ist technisch im Gegensatz zur Erstauflage komplett überarbeitet worden. Das bedeutet, wir haben einen Loxan 5-Decoder drin, wir haben jetzt Doppellautsprecher, also diese Schuckelcubes, diese Mini-Lautsprecher, die Handy-Lautsprecher eingebaut. Wir haben die Raucheinheit überarbeitet und eben auch das ganze AC-DC-Umschaltsystem, was für den Einsatz auf Gleich- und Wechselstrom Gleisen sozusagen zur Verfügung steht, haben wir auch geändert. Das fand ich ja schon immer als eine ganz praktische Einrichtung, dass man einfach die Lok umdrehen muss, liebe Freunde, Schalter umlegen, Schleifer dran und schon war sie für den AC-Betrieb fertig. Und wenn man DC fährt, Schleifer ab, umschalten, fertig, drauf, weiter ging's. Genau. Das ist genial, das finde ich unheimlich gut. Kann ich jetzt vielleicht auch mal zeigen, indem ich die Lok mal schnell auspacke. Ja. Das war ja... Soll ich Ihnen... Das wird jetzt hoffentlich gleich gelingen. Ja, ich nehme da die Verpackung dann gleich mal aus der Hand. Ja. So, also wie gesagt, man muss jetzt dann letztendlich nur die Lok aus dem Verpackungsbügel nehmen und aus dem Zubehör eben auch den Schraubenzieher. Ich tue das alles mal raus, damit man das schön sehen kann. Ja. Dann nehme ich alles noch brauchen. So, was habe ich jetzt hier? Die Lokomotive selber ist eben verschraubt auf dem Bügel. Ja. Genau so rum muss ich es drehen, dann sieht man es auch schön. Ja. Die VC100 hat einen sehr guten Durchblick durchs Maschinenraumfenster und hat auch einen sehr detaillierten Dachaufbau. Und nicht nur der Durchblick durch den Maschinenraumfenster, sondern auch der Maschinenraum, wenn man schon nur an der Seite drauf schaut, ist fantastisch nachgebildet. Genau, und natürlich auf beiden Seiten. Ja. Das ist, ich glaube, da waren wir einer der ersten, die das so detailliert umgesetzt haben. Und es ist immer noch State of the Art. Und wie gesagt, was halt auch wirklich bei der Lok halt die Leute so begeistert, ist dieses klassische Deutsche Bundesbahn, was mit erhabenen Buchstaben also auch wirklich fühlbar hier dargestellt ist. Ja. Das ist nicht nur aufgedruckt, das ist wirklich in der Form drin. Und jetzt möchte ich sie einfach mal runterschrauben. Wie immer bei ESO nimmt man da diesen Schraubenschlüssel. Von dem Sicherungs... Genau, das wird gelöst werden. Nur runtergeschraubt. So, bevor wir die Lok natürlich aufs Gleis setzen, liebe Freunde, und in allen Funktionen vorstellen, auch akustisch zu hören, haben wir natürlich noch einmal eine kleine Kurzzusammenfassung an Bildern gemacht mit den wichtigsten Details, wo man das noch mal wunderschön sehen kann. So, das erste Bild, was wir gleich sehen werden, ist zum Beispiel, und das ist... die Führerstände sind wie immer schon gut nachgebildet. Ja, ich habe auch immer gesagt, wenn ich eure Loks vorgestellt habe, ihr sorgt auch fürs Personal. Der Lokführer ist gleich dabei. Aber jetzt kommt
noch einer drauf, ein mehrfarbig ausgeführter Führerstand. Das ist doch mal eine tolle Nummer. Ja, wir wollten halt etwas Farbe ins Alltagsleben des Lokführers bringen. Nur was lachen, es war auch schon mal in Zuschriften, habe ich das gelesen, bei einem Freund, der gesagt hat, ja, ich möchte doch gern mal sehen, ob das dann entsprechend detaillierter und andersfarbig hervorgehoben wird. Ich weiß nicht, ob derjenige jetzt uns zuschaut. Also ESO hat diesen Punkt vorbildlich erfüllt. So, dann gibt es natürlich noch mehr Details, die wir besprechen müssen. Da haben wir das nochmal, der Maschinenraum, der beleuchtete. Und man sieht auch die hervorragende Nachbildung der beiden Motoren. Und man sieht auch sehr schön diese erhabene, herausgehobene Beschriftung. Mhm. Tolle Sache. Dann gibt es natürlich noch mehr Details zu sehen. Zum Beispiel die Drehgestelle sind wunderbar nachgebildet. Auch der Frontbereich mit den angebauten Teilen, mit Luftleitungen, elektrische Kupplung etc. pp. Und die Federn sind, die Puffern sind ja glaube ich auch wieder gefedert. Ne? Ja, wir haben viele Puffer dran. Die haben wir gefedert. Mhm. So, was gibt es noch an? Da haben wir nochmal den Dachbereich, was du vorhin schon bei der Räuschellok angesprochen hast. Hier allerdings ein anderer Auspuff. Diese fein geätzten Lüftergitter mit den Lüftermotoren drunter. Der riesen Auspuff, das ist schon Rohr, das ist ja unglaublich. Das ist ja, ja. Und ja, also wie gesagt, es ist Top-Arbeit, liebe Freunde, was ESO hier wieder auf die Schiene gestellt hat. Und Sie alle haben ja schon lechzend danach geschrieben, wann kommt denn die V200 und wenn die kommt, kaufe ich die mir wieder. Die Seitenbelüftung, die Seitenlüfter ebenfalls, fein geätzt und also es gibt nichts zu meckern. An der Stelle, ja, muss ich wirklich sagen. Danke. Zum Abschluss nochmal die Front, das Bullige, was wir alle so lieben an der Lok. Wobei ich muss dazu sagen, wenn wir jetzt mal abschweifen, Jürgen, die V200 hat ja ein Pendant bei der Deutschen Reichsbahn gehabt. Der wurde ja so ein bisschen nachgebaut. Die dicke aus Babelsberg, die dicke Babelsberger, war ja ähnlich. Nur nicht, dass sie so einen bulligen Bauch hatte. Aber im Grunde genommen waren es zwei ungleiche Schwestern. Ja, das war wahrscheinlich auch der Zeitgeist vom Design her, wenn man sich das auch von den Autos ebenso ansieht. Ja. Und es ist natürlich kein Wunder, dass die sich sozusagen irgendwie von dem Zeitgeist haben inspirieren lassen. Aber das ist ja auch das Schöne an dem Modell, wenn man die so sieht, dass man dann sich unmittelbar auch in diese Zeit eben zurückversetzt fühlt. So. Ja, jetzt nur mal ganz kurz, was wir alles geändert haben für diejenigen, die Lok von früher schon kennen. Wir haben jetzt im Prinzip auch wieder hier die Möglichkeit, den Schleifer eben anzusetzen. Das werde ich nachher auch gleich noch tun. Den müsstest du mir vielleicht schnell noch mal reichen aus der Schachtel. Den habe ich jetzt vergessen. Ja, ganz klar. Da liegt er nämlich schon irgendwo drin. Kein Problem. Das, was jetzt neu ist, ist dieser blaue Schalter. Den kann man im Prinzip jetzt hier einfach drücken. Dann ist es Wechselstrom. Ah, das ist ein Taster. Den, ja genau, das ist ein Taster aus Platzgründen. Und wenn man den sozusagen in die diese Position bringt, genau, wieder drücken, das ist wie ein Schalter vom Computer, dann habe ich jetzt hier die Gleichstromstellung und in dem Fall will ich Wechselstrom fahren, also drücke ich ihn rein, man hört das auch leicht klicken und tue jetzt lediglich den Schleifer letztendlich aufdrücken, hier anklipsen, genau, das ist immer ein bisschen eine Challenge. Ja, ist kein Problem. Dafür stellen wir das ja vor, dass auch derjenige... Gut, das klappt jetzt sehr gut, fertig, der bleibt jetzt auch gleich so drin. Das ist also schon mal die deutlich sichtbare äußere Änderung, die wir haben. Ansonsten beschränken sich alle Änderungen eben aufs Innenleben mit dem Loxan 5 Deco oder mit einem neuen Soundprojekt von dem Motor, von dem 650er. Also weiß ich, hattest du mir verraten, dass ihr das neu aufgenommen habt? Ja, wir haben also neue Aufnahmen gemacht, was jetzt gar nicht so einfach ist, den Motor noch zu finden, weil die sehr selten geworden sind, beziehungsweise eigentlich kaum noch im Einsatz sind. Und die Loks, die es gibt, die werden halt auch geschont. Sprich, man kann da kaum unter Last und so weiter arbeiten, weil man will ja noch relativ lange was von den Original-Loks haben. Und das ist ja auch ganz wichtig, dem Zuschauer mitzuteilen, der jetzt mit der Lok liebäugelt und sagt, ja, was ist denn nun neu? Also, der Sound ist neu gemischt, neu aufgenommen und klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Ob wir das jetzt auch hören werden? Das hoffe ich doch schwer. Jetzt lassen Sie uns einfach die mal auf das Gleis stellen. Wir bauen da mal schnell um. Räuschel mal um.
Speichel wird jetzt sozusagen entfernt und wir machen jetzt das originale DB. Frank, wenn du jetzt mal auf Go drückst. Ich darf wie gewohnt, liebe Freunde, jetzt an den Reglern sitzen. Ich hoffe, dass mir das alles gelingt. So, der Startvorgang beginnt. Da bin ich ja mal gespannt, lieber Jürgen. Jetzt kommt erstmal die Vorschmierung. Wow. Und der erste Motor läuft schon. Und der zweite kommt auch. Wie ja vielleicht viele hoffentlich wissen, die V200 besitzt im Original zwei Motoren, ja, und weil es keinen leistungsfähigen Motor mit genügend Leistung damals eben gab. Power. Und jetzt wie man schon sieht, die neue Raucheinheit raucht sehr stark. Ja. Frank, spiel mal ein bisschen. Auf geht's. Jetzt lassen wir sie fahren sehen. Und logischerweise kommt jetzt mehr oben raus. Genau. Und wenn sie stehen bleibt, so waren wir es gewohnt, müsste das wieder weniger. Man sieht es auch ganz deutlich. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Stützen. Freischwung. Nicht zu schnell, lieber Frank. Oh, jetzt gibt's Haue vom Fahrdienstleiter. Ich okay. Schiebe sie ein bisschen zurück, damit sie die ganzen Funktionen alle sehen. So, du kannst ja jetzt die Maschinenraumbeleuchtung einschalten mit F9. Wieder ausschalten. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion, die kommt bei den Leuten auch gut an. Ja. Und natürlich eine Führerstandsbeleuchtung mit F4 haben wir ebenfalls. Die wechselt dann natürlich mit der Fahrtrichtung. Also wenn ich jetzt die Fahrtrichtung ändere, geht die? Genau. Man sieht es jetzt bloß im Bild nicht so gut. Am besten ja, wieder zurückschalten. Das Studiolicht. Und was man jetzt auch nicht so gut sieht, ist auch eine Führerpultbeleuchtung noch mit drin. Aber ich glaube, die Leute, die ESOLOGs Das kennen, hätte ich dich jetzt sowieso gefragt. Die glauben uns, dass das alles da ist. Ja. Auch der Kurvensensor ist da. Das heißt, in der Kurve gibt es Quietschgeräusche. Mhm. Und wir haben auch dieses Bremsenlichtflackern wieder implementiert, wie bei allen ESO-Loks. Wie bei allen ESO-Loks und natürlich auch, das musste sein. Ja, also wie gesagt, der Sound ist komplett neu gemacht. Ja. Und auch durch diese ganze Optimierung der Schallkapsel kriegen wir halt auch relativ viel besser rüber. Ich hoffe, dass man das im Video ein bisschen sieht oder hört, besser gesagt. Wir sind also recht stolz auf diese ganze Kombination. Lassen wir sie noch mal langsam aus dem Bild fahren, liebe Freunde. Genießen Sie es noch mal. Sie klingt fantastisch. Sie sehen es auch noch mal auf dem Diorama. Also man merkt schon, dass hier einiges an Gehirnschmalz von euch oder an Neuerungen reingeflossen ist. Ja. Selbst aus der langsamen Geschwindigkeit heraus sind die typischen Klotzbremsen zu hören. Super. Ja, prima. Super. So. Dann schalte ich am besten den Sound wieder aus. Jetzt damit machen wir ein bisschen Ruhe hier haben. Wieder Ruhe ins Studio einzieht. Sie klingt, also sie nimmt ja wirklich, also ich habe es gerade gehört von der Regie, also die mussten die Regler runternehmen. Also sie hat einen unheimlichen Ja, Klang. Das ist natürlich auch das Wichtigste für uns. Als gesagt, als Lok-Sound-Erfinder müssen wir natürlich auch gucken, dass die Loks originalgetreu klingen. Und natürlich haben wir diese V200 eben neben der grünen Brotheil-Reuschlingbahn und der klassischen originalen Epoche 3 mit Deutsche Bundesbahn-Aufschrift auch in anderen Farbgebungen, weil es gibt ja auch Modellbahnen, die eben auch andere sozusagen Epochen nachbilden. So haben wir natürlich auch die Epoche 4 noch dabei. Genau, in Altrot. Die kann man jetzt vielleicht mal schnell mal hier hinstellen. Genau, dass man die auch mal sieht. So, die Lok selber ist natürlich sozusagen technisch identisch, auch von den Funktionen her. Hat jetzt natürlich den Deutschen Bundesbahn die Lettern verloren. Man hat jetzt sozusagen nur den DB-Keks in Anführungszeichen.
Ja, auch eine sehr beliebte Farbgebung und letztendlich auch sehr lange im Dienst gewesen. Und dann kenne ich natürlich doch jemanden, der ganz besonders die Farbgebung liebt. Ja, Ozeanblau-Beige ist natürlich auch eine... War eine ganze Weile ja auch vorhanden im Bild der Bundesbahn. Ja. Die gab es ja eine ganze Weile, diese Farbgebung. Ja, und dann wurde man experimentierfreudiger und dann, ja, also wie gesagt, ich persönlich mag die Farben der Epoche 3. Grüne Wagen, warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist so. Die altroten bzw. die alten Lackierungen, das war was Beständiges, was Zuverlässiges für mich im Bild der Eisenbahn. Aber okay, es ist halt so und Ihr Modellbahnhersteller baut natürlich auch die Epochen bzw. die Farbgebung mit, die also allgegenwärtig auf den Gleisen fahren. Also wie gesagt, es soll ja natürlich jeder hier den Farbton finden, der zu seiner Anlage und zu seinem sozusagen Gusto auch passt. Wichtig ist mir noch zu sagen, wenn Sie dieses Video sehen können, werden die Loks auch alle schon lieferbar sein. Mhm. Die Produktion ist durch, die sind jetzt eben alle quasi auf dem Weg. Mhm. Und wir haben auch die Menge nicht so groß und üppig ausgelegt. Das heißt, wenn Sie sich wirklich für eine VC100 aus der Neuproduktion interessieren, würde ich Sie schon bitten, relativ bald sich bei Ihrem Händler zu melden, damit er auch auf jeden Fall noch welche kriegt. Auf jeden Fall. Und ich kann Ihnen auch sagen, liebe Zuschauer, es ist wirklich ein Kracher. Nicht nur ein Kracher, es ist auch ein Schwergewicht. Also wenn ich die so in die Hand nehme, ja, das sind also gut 500 Gramm, die vor dem Zug hängen. Ja. Und da müssen auch Haftreifen drunter sein, damit das auch klappt. Aber die Lok schafft garantiert auch schwere, lange Züge. Ja, also wir hatten mit der Zugkraft bei der Lok noch nie irgendwelche Beschwerden. Und das wird auch bei der Neuauflage so bleiben. Ja, was haben wir denn noch aus der Ferne kommen sehen? Ja, was man vielleicht sogar schon gesehen hat im Video, immer so im Hintergrund. Ja. Wir haben auch tatsächlich unsere Containerdrahtwagen, also unsere Taschenwagen, wieder neu aufgelegt. Das war ein Highlight. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern, als die ersten Wagen da waren, die waren ratzfatz weg. Ja, richtig. Wir haben natürlich keinerlei Erfahrung besessen, wie gut sich solche Wagen verkaufen lassen, insbesondere weil sie ja sehr moderne Epochen sind. Mhm. Die ersten 5 Varianten waren ruckizucki ausverkauft. Und wir haben dann auch umgehend begonnen, sozusagen die bei uns im Werk nachzuproduzieren. Mhm. Das hat jetzt halt natürlich auch ein bisschen gedauert. Vergessen Sie nicht, dass Modellbahnproduktion sehr aufwendig ist, schlicht und ergreifend, weil sehr, sehr viele Einzelteile von verschiedensten Lieferanten eben sozusagen zusammengetragen werden müssen. Und die Taschenwagen sind ja aus Metall, das bedeutet, man muss die also nach dem Spritzgießen erst umfangreich, mehr oder weniger händisch sozusagen verputzen, befeilen, also wirklich klassisch so, wie man es aus der Lehrwerkstatt neu im Metallbau kennt, werden die Teile erstmal befeilt und dann grundiert und dann eben lackiert und aufwendig bedruckt. Das dauert alles seine Zeit. Die sind, das kann ich Ihnen wirklich bestätigen, liebe Zuschauer, aber die Wagen schon beim ersten Mal bestellt haben, und jetzt richte ich mich vor allen Dingen an diejenigen, die bei der ersten Serie leer ausgegangen sind, diese Wagen sind wieder verfügbar. Es sind moderne Wagen, die den heutigen Verkehrsanfordernissen vor allen Dingen entsprechen. Man kann mit diesen Wagen Containerzüge bilden. Man kann aber auch kranbare Sattelauflieger draufstellen. Dafür gibt es ja auch die Stützen dann in dem Wagen. Genau. Das heißt also, wenn Sie jetzt keine Container fahren wollen und meinetwegen einen Zug nachbilden wollen, der über den Brenner fährt, da sieht man sie allen Ortes mit den LKW-Walter aufdrucken und so weiter, kann man natürlich auch solche Züge nachbilden. Also Sie müssen nicht nur Container fahren. So, apropos Container, da gibt es ja wieder ein Stichwort für mich. Die Container gehören ja dazu. Allerdings ist es ein 40-Fuß- und ein 20-Fuß-Container. Genau, also wir haben das letzte Mal eine Kombination gehabt aus 40-Fuß-High-Cube und nochmal 40-Fuß-High-Cube. Nur nochmal zur Information, alle diejenigen, die diese damaligen Varianten vorbestellt haben bei Ihrem Händler, werden die auch kriegen. Wir haben die also nochmal nachproduzieren lassen, aber nur so viel, wie Bestellungen da war. Okay. Weil wir natürlich sagten, okay, je bunter, desto besser. Und so ein Ganzzug soll ja aus möglichst vielen verschiedenen Containern auch bestehen, sodass jetzt diese jetzigen, neu angekündigten und auch gleich lieferbaren Wagen eben immer eine Kombo sind aus 40 Fuß High Cube und 20 Fuß Normalcontainer. Mhm.
Und wie du schon gesagt hast, lieber Frank, man kann hier, man sieht man hier, da sind so Stützen drauf auf den Absatzen da. Drehen. Genau, die kann man im Prinzip rausmachen und dann entweder einen 40 Fuß oder einen 20 Fuß Container reinmachen. Oder aber man kann den Container natürlich auch abnehmen. Ja, dann sieht man nochmal sehr schön diesen Balken. Genau, dieser Balken ist es eigentlich, der ist hier nur eingesteckt, kann man wegmachen und muss das mal richtig drehen. So. Und kann den dann theoretisch hier auch irgendwo lagern, wenn man ihn nicht braucht. Und wir haben eben unterschiedliche Kombinationen an Containern. So, das ist jetzt wieder mal Vorführeffekt. Aber auch die neuen 20-Fuß-Container sind sehr aufwendig bedruckt. Kommen wir doch mal hier. Da kann man die mal hier auf den Drehteller machen. Genau. Auf den Drehteller, genau. Wie schon die 40-Fuß-High-Cube haben auch die 20-Fuß-Container natürlich sozusagen Türen, die man öffnen kann. Die sind auch sehr aufwendig bedruckt. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Ja, man sieht es auch, wie gesagt, diese sehr aufwendige Bedruckung. Man sieht die Schließstangen, also die Verschlusslaschen. Wunderbar gemacht wieder. Genau, die mal oft auch sehr schlecht sozusagen aufgehen im Original. Jetzt schaue ich mal, ob ich das hier hinkriege. Ja. Von hier aus. Ja, genau. Ja, klar. Wunderbar. Und wie schon bei dem 40-Fuß-Container gilt auch hier, dadurch, dass er natürlich zu öffnen ist, kann ich notfalls innen einen Magnet reinmachen und dann mit dem Container-Terminal. Zum Beispiel kann man sie abheben. Auch hier fällt auf, bei den Containern ist also nicht bloß glatt gelutschte Plastik innen, sondern das ist genauso geriffelt wie außen. Das ist also auch schon ein Detail, muss ich sagen, was unglaublich, machen wir es lieber so, sieht man es besser, gut kommt. Ja, also wie gesagt, für das, dass das eigentlich ja nur Ladegüter sind, sind sie eigentlich unseres Erachtens sehr gut gelungen. Genauso ist das bei dem Großen. Wir können den Großen auch schnell nochmal reinhalten. Reichst du mir mal rüber? Ja. Bitte sehr. Gucken wir uns mal von allen Seiten an. Auch hier nochmal die Seite mit den Türen. Ja, da haben wir es. Auch diese aufwendige Bedruckung, der geht natürlich genauso auf. Dann sieht man an den Seiten auch diese aufwendigen und sehr sauberen Bedruckungen, auch auf dem Dach. Ja. So, dann haben wir dann die Rückseite nochmal zu sehen, die andere Seite sozusagen von dem Container. Und dann sind wir rum. So, das gehört dazu. Genau, und man kann dann jetzt vielleicht nochmal die Details uns kurz angucken, welche Varianten das es gibt. Also den Die machen eine Variante mit CMA und MSC haben wir ja schon gesehen. So, die haben wir natürlich in der Verpackung, den nehmen wir jetzt nicht raus, oder? Oder haben wir noch den? Nö. Nee, erstmal kommt der hier. Erstmal kommt dran. Genau, es gibt natürlich dann auch andere Varianten, zum Beispiel jetzt in Costco und China Shipping. Die Verpackung ist immer gleich, damit Sie auch sehen, was Sie kriegen. Sie kriegen natürlich den Wagen und die zwei Container. Ja. Und eben, was man vielleicht hier sieht, in dem Paar, die, in der, Zubehörteile, genau, die da sind diese ganzen Balken mit drin, damit man die Container eben auch entsprechend umsortieren kann. Ja. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen jetzt 2x20 Fuß auf einem Wagen und 2x40 Fuß auf dem anderen, dann können Sie, wenn Sie hoffentlich mehrere von diesen Wagen kaufen, das auch problemlos umsortieren. Mhm. Oder wirklich in der Tat mal auch ein LKW mit einsortieren, was jetzt allerdings eher seltener war im Containerzug. Für den Detailverliebten, das sind also Wagen vom Typ SDGG MRS. Ja. Das spricht sich sehr schwer aus. Kontrakttaschenwagen ist, glaube ich, einfacher. Das ist die andere Variante. Das ist wieder eine Farbvariante. Genau, vielleicht können wir die jetzt auch mal im Detailbild einblenden, liebe Regie. Die können wir natürlich. Ja, genau. Da sieht man es jetzt vielleicht besser. Das ist jetzt ein Transcontainer mit Maersk. Ja. Dann haben wir noch im Angebot, vielleicht mal das nächste Bild, China Shipping und CAI. China Shipping ist ja in dem Falle interessant, dass man diese Container sieht man ja sehr oft auch auf den Zügen, die von China jetzt direkt kommen. Ja, also ich glaube, man sieht eigentlich die Container weltweit überall. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, dass bestimmte Container nur in bestimmten Gegenden unterwegs sind. Nein, ich habe nur gesagt, die sieht man auch auf den Zügen, die aus China kommen, teilweise. Ja. Teilweise sind sie auch blau, oder ist egal, aber China Shipping ist schon mal interessant. Ja, wir haben auch noch eine andere Variante. Ich glaube, eine fehlt uns noch. Ja. Bitte nochmal das letzte Detailbild, das wir alle mal gezeigt haben. Das war der, den wir schon gesehen haben. Nochmal CMA mit Maersk.
Und dann gibt es noch eine Variante. Nö, das war's schon. Und dann da gibt es die China Shipping und MSC. Genau, da gibt es noch eine. Das ist nochmal China Shipping mit dem gelben MSC. Container oder etwas, ja, beigesparender. Genau. Jetzt müssten wir alle haben. Ja. Das heißt, wir haben im Prinzip 6 neue Varianten eben jetzt angekündigt. Immer mit 40 Fuß Highcube und 20 Fuß Container in der Kombination. Ja. Und so kann man im Prinzip nochmal 6 zusätzliche Varianten orten zu denen, die wir das letzte Jahr schon hatten, dass es einen ordentlich langen Zug ergibt. Das denke ich mal. Also ich glaube schon, dass wir wieder viele Modellwarner jetzt ganz spitz und juckig sind, weil sind doch einige zu kurz gekommen. Wir haben es auch an den Nachfragen selber erlebt. Und die es sehr bedauert haben, dass es nur so wenig gab. Wie gesagt, wir haben auch dieses Mal die Stückzahlen im Prinzip in einem vernünftigen Rahmen gehalten, weil, wie gesagt, die Produktion ist sehr aufwendig. Auch hier gilt wieder, wahrscheinlich werden die relativ schnell vergriffen sein. Da bitte ich auch bei Interesse daran, sich bald beim Modellbahnhändler zu melden. Ja. Lieferbar sind die ab sofort. Und wie gesagt, jeder, der noch die alte Variante vom letzten Jahr beim Händler vorbestellt hatte, wird die kriegen. Aber wahrscheinlich auch schon, wenn Sie das Video erzählen, müssten die dann auch schon draußen sein. Ansonsten gibt es jetzt eben diese 6 neuen. Naja, wir haben ja Herbstneuheiten. Das heißt also, Weihnachten ist ja nicht mehr allzu lange hin. Es sind ja nur noch wenige Wochen, ja, liebe Freunde. Also im Grunde genommen kommen die genau zur richtigen Zeit auf den Markt. Das hoffe ich doch schwer. Ja, und so viel jetzt mal auch zu den Containerwagen. Ja. Es gibt natürlich noch mehr Wagen. Auch das sind zum Teil alte Bekannte. Zum Teil alte Bekannte, aber natürlich kommen sie nicht allein. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Und da ist sie schon, die nächste Neuheit. Oder was soll man dazu sagen? Also eigentlich ist es ein alter Bekannter. Die Gaskesselwagen ZAG 620 mit der EVA-Bedruckung waren vor 2 Jahren schon mal da und waren allerdings auch ebenfalls sehr schnell ausverkauft. Und wir haben uns damals auch gleich entschlossen, die umgehend wieder nachzuproduzieren. Hat leider ein bisschen gedauert, wie immer in der Modellbahn, aber die sind jetzt wieder da und bestellbar. Also ich kann mir ja auch vorstellen, dass auf der Modellbahn lange Kesselwagenzüge ja ohnehin hingucker sind. Und wenn man dann vielleicht noch lupenreine Züge fährt, meinetwegen mit der Bedruckung, die wir jetzt hatten, oder die andere Bedruckung, die noch kommen wird, die wir Ihnen euch noch zeigen, liebe Freunde, das ist schon ein Hingucker. Ja, natürlich, Kesselwagen sind immer ein Hingucker, insbesondere wenn sie lang sind. Mhm. Und diesen EVA-Wagen haben wir natürlich auch noch ein paar andere zur Seite gestellt, weil ein Kesselwagen allein, das lohnt sich erstens von der Produktion nicht und zweitens macht es wenig Spaß. Mhm. Wir haben jetzt eben auch noch ein Doppelset BASF, das sieht man hier auf der Anlage. Ja. Das sind ganz edel gehaltene von der Farbgebung Gaskesselwagen eben. BASF Ludwigshafen. Ich hatte spaßeshalber Gülden gesagt, aber sind sie wohl nicht. Also es ist kein echtes Gold, da muss ich die Leute gleich enttäuschen, aber wenn der Eindruck entsteht, dann schadet es natürlich nicht. Ja. Also auch BASF ist wieder lieferbar. Es ist auch hier wiederum, liebe Freunde, Holz im Busch getragen, muss ich immer wieder sagen, wenn man die Detaillierung dieser Wagen sieht, die aufwendige Verarbeitung an den Bremserbühnen oder die Gegenrichtung der Wagen, die ganzen Armaturen, die angebracht sind, die Handräder, die Handbremsen, die Bremsversteller, die Bremseneinstellräder bzw. Hebel und so weiter. Es ist ganz toll, auch die Beschriftungen, ja, oder für die, da sieht man es zum Beispiel, ja, diese aufwendigen Beschriftungen an diesen Wagen. Vielleicht können wir den, ja, man sieht es ein bisschen am linken Bildrand. Oder wir fahren einfach mal einen Wagen rein. Oder ich hole mal einen. Es ist astrein bedruckt, muss man wirklich sagen. Vielleicht können wir das mit der Nahkamera gleich nochmal einfangen. Es ist astrein bedruckt, trennscharf bedruckt und ja, gibt es nichts zu meckern. Auch wenn man unter die Kesselwagen guckt, der Unterbau, alleine der Unterbau ist schon eigentlich ein absoluter Hingucker. Ja, da haben wir es nochmal. Ja. Es ist erstaunlich, wenn man das sieht, wie leicht eigentlich die Wagen gebaut sind. Ich meine jetzt nicht im Modell, sondern auch im Original. Das ist ja auch abgeguckt. Und hier sieht man diese wunderschöne Bedruckung nochmal. Diese ganzen vielen klasse Details, die hier eingearbeitet sind. Also hier fehlt eigentlich gar nichts. Nein, also ich glaube, dass man wirklich für einen Wagen nicht wirklich viel mehr machen
kann. Mhm. Und vom Vorbild eben auch gibt es auch kaum mehr her. Ja. Und wie gesagt, die Wagen waren auch sehr, sehr schnell weg und vergriffen. Ja. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir sie endlich wieder da haben. Und Frank, vielleicht kannst du mal die Verpackung zeigen von dem nächsten. Also neben dem BASF gibt es natürlich noch weitere. Wir haben jetzt hier Das war der richtige. Wir haben den Drachen- und Westfalengas wieder neu aufgelegt mit einer anderen Betriebsnummer. Ja. Und man sieht auch, es gibt die Wagen immer im Doppelset, so mit der Verpackung. Das bedeutet, wenn Sie schon einen hätten, Westfalen und Drachengas, können Sie jetzt noch eine andere Betriebsnummer einreihen. Aber es gibt eben auch noch einen Bayer. Das kann man vielleicht in der Grafik mal zeigen. Ja. Genau, auch mit dieser Tafel eben, dass man sieht, was es eigentlich genau ist. Und zusätzlich haben wir noch gemacht Solvay und Löwengas. Das ist auch eine sehr schön bunte Bedruckung, wenn man sagt, okay, man will ein bisschen Farbtupfer im Betriebsalltag haben. Das ist jetzt auch ein Epoche 4 Wagen. Und last but not least haben wir auch noch Dalsö. Das ist Epoche 3, sozusagen Vorbild um 1963. Mhm. Das heißt, wir haben Wagen für Epoche 3 und für Epoche 4 Liebhaber im Angebot. Immer im Doppelset. Und ich gehe davon aus, dass die auch relativ schnell sozusagen den Weg auf die Modellbahnanlage finden werden. Das war ja schon beim ersten Mal so, als die ersten Wagen wir vorgestellt haben. Waren sie dann auch schon relativ schnell vergriffen, wenn sie auch mal. Ja, also wir haben jetzt dieses Mal schon ein paar machen lassen, damit nicht jedes Mal Frust aufkommt, so nach dem Motto, bis ich das erfahre, sind die schon wieder alle weg. Mhm. Aber natürlich würden wir uns auch freuen, wenn sie ihrem Händler sozusagen die Chance geben, hier seinen Lebensunterhalt zu verdienen und die relativ. Es wird bald natürlich liefern. Jetzt auch schneller gehen, denke ich mal. Wir sind ja, wie gesagt, wenige Wochen vor Weihnachten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bis Weihnachten dann wahrscheinlich doch. Wir sagen müssen, Genie haben wir nicht mehr. Also bei allen muss man sich jetzt schon langsam. Ja, also es ist schon in der Tat so, dass natürlich auch gerade in dieser Lage Modellbahn als Hobby durchaus wieder an Bedeutung gewonnen hat. Sie haben es ja mitgekriegt, dass letztendlich viele Menschen sich gerade wieder besinnen auf Zuhause und auf Hobby. Und das ist in diesem Jahr 2021 eigentlich noch stärker als letztes Jahr zu sehen, auch bei uns. Wir kommen natürlich ehrlicherweise sozusagen kaum hinterher. Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass natürlich alles knapp ist. Sie haben es schon gehört, sogar Holz wird knapp auf dem Bau und Kunststoffgranulat. Deshalb sind wir umso glücklicher, dass es uns gelungen ist, diese Neuheiten zügig zu produzieren und eben auch im Lager vorhalten zu können. Wie lange es reicht, wissen wir nicht. Natürlich haben wir noch einiges anderes in Planung und einen Haufen sozusagen Sachen, die noch von früher übrig sind. Wir arbeiten mit Hochdruck dran, das alles abzuarbeiten. Vieles steht nicht in unserer Macht. Man muss dann vielleicht auch ehrlicherweise sagen, wir können auch letztendlich keinen Einfluss nehmen auf die globale Pandemie, um es mal so zu sagen, beziehungsweise alles, was damit zusammenhängt, von Rohstoffknappheit bis zu Chaos, was Transporte angeht, Suezkanalkrise und so weiter, haben Sie alles noch im Kopf. Wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Wir wissen es nicht, aber wir sind ja unheimlich dankbar und ich, dass du dazu mal ein Wort an die Zuschauer gerichtet hast, weil es ja oftmals in Foren immer hin und wieder diskutiert wird. Es ist tatsächlich so, liebe Freunde, ich beneide Jürgen Lindner nicht um seinen Job, der versucht, aufgrund der aktuellen Situation das Beste draus zu machen. Und das betrifft ja nicht nur ESO, liebe Freunde, es betrifft ja auch die anderen Hersteller letztendlich. Und bitte haben Sie Geduld, wenn dann heißt, haben wir nicht mehr oder ist ausverkauft oder kommt noch nicht oder kommt erst nächstes Jahr. Wir wissen alle nicht, was in der nächsten Zeit noch so alles passieren wird. Aber ich glaube schon, dass die Hersteller alle sehr bemüht sind, alle Hersteller sehr bemüht sind, Sie und mit Ihren Wünschen zu befriedigen und das Ganze also auch einigermaßen glimpflich abzuwickeln. Natürlich sind wir bestrebt, unsere Kunden sozusagen glücklich zu machen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber zu bedienen zumindest, dafür sind wir ja da. Mhm. Und natürlich macht es nicht wirklich viel Spaß, weil man sich um Sachen kümmern muss dieses Jahr, die eigentlich selbstverständlich gewesen wären die letzten 10 Jahre. Aber wir sind natürlich trotzdem Berufsoptimisten. Ja. Wir sind ja auch in einem Hobby unterwegs, was sozusagen auch Freude verbreitet. Und ja, wie gesagt, das, was wir jetzt heute hier vorgestellt haben, das haben wir da. Und es würde mich sehr freuen, wenn das sozusagen zu Ihnen findet und einen neuen Heimatbahnhof kriegt oder BW. Und wir haben natürlich auch viele andere Sachen in der Vorbereitung. Lassen Sie sich da mal überraschen.
und lassen Sie uns alle auf diesen modellbaren Herbst und Winter uns sozusagen freuen und viel Zeit und viel Freude mit dem Hobby verbringen. Auf die nächsten Neuheiten sind wir natürlich schon sehr gespannt. Nicht nur ich, sondern auch Sie, liebe Freunde. Und dann sind wir wieder natürlich vor Ort bei Jürgen Lindner, um Ihnen die Neuheiten aus erster Hand zu präsentieren. Das ist ja auch ganz wichtig. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, Mensch, das will ich haben, ganz toll. Jürgen hatte vorhin was mit Spaß gesagt. Das ist so ein bisschen für mich jetzt auch das Abschlusswort. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß und werden viel Spaß auch mit Ihren neuen ESO-Produkten haben. Da bin ich ganz fest überzeugt. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Jürgen, bei dir für die Präsentation, dass wir bei dir sein durften und das vorstellen konnten. Es ist sicherlich sehr vieles dabei, wo viele schon darauf gewartet haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal auf nächstes Jahr. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleiben Sie gesund. Bis bald. Tschüss.